Nach der Schubertstraße in St. Valentin dürfen auch die Kinder in Langenhardt ihren neuen Kindergarten erstürmen und erobern. Das neue Gebäude verspricht viel Neues zu entdecken. Ganz neu ist der Kindergarten für die jüngsten Valentiner nicht mehr. Schon einige Wochen ist reges Treiben am neuen Standort. Eines hat noch gefehlt, und zwar die offizielle Eröffnung. Ja, die Kinder sind ja im Grunde schon seit Beginn des Kindergartenjahres hier, kennen den Kindergarten schon, und er kommt sehr gut an und wird vom Kindergartenpersonal und den Kindern sehr gut angenommen. Sie freuen sich, es taugt ihnen. Und ja, jetzt sind halt die offiziellen Eröffnungen, wo man im Grunde dem breiten Publikum in einem Rahmen der offiziellen Feier und vor dem Tag der offenen Tür dann auch den Kindergarten präsentieren. Freundlich und farbenfroh erstrahlen die Räume. Sport sowie Ruhemöglichkeiten warten auf die Kinder. Ja, wir haben geschaut, dass wir den Kindergarten nach modernsten pädagogischen Maßstäben einrichten, gestalten, damit das auch für die nächsten 10 Jahre so bleibt oder länger dann, dass er einfach toll ist, dass er die beste Vorbereitung eben für die Schullaufbahn der Kinder ist, für das weitere Leben. Sehr viel weiß man ja von der Entwicklung der Kinder, von der Psychologie her, wird eben schon in den ersten Jahren des Lebens grundgelegt, und dazu, glaube ich, ist einfach dieser Kindergarten auch ein wichtiger Bereich. Seit heuer dürfen auch 2,5-Jährige bereits den Kindergarten besuchen, und auf die wurde ein besonderes Augenmerk gelegt. Ja, vor allem bei der Planung haben wir vor allem da, sollte es ein Ort werden, wo die Kinder Farben vorfinden und Räumlichkeiten so eingerichtet sind, dass sie zum Bleiben einladen, und Bewegungsräume, wo sie ihre Motorik entsprechend weiterentwickeln können. Und ganz wichtig war uns, Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, weil wir auch 2,5-jährige Kinder schon bei uns im Kindergarten haben und die doch manchmal mit der großen Gruppe, in manchen Gruppen sind 24 Kinder, überfordert sind, und da sind so Rückzugsmöglichkeiten dringend notwendig, und die haben wir geschaffen über eine Stiege in ein erstes Stockwerk. Da können die Kinder auch sich zurückziehen, oder es wird auch genützt für Gruppenarbeit, für Teilgruppen. Wer könnte den Kindergarten besser auf Herz und Nieren testen als die Kinder? Und die bekundeten mit einem ausgelassenen Lächeln auf dem Gesicht, wie viel Spaß er wirklich macht. Wenn man in den Kindergarten hineinsieht, dann sieht man sofort die freudigen Gesichter, und das ist, glaube ich, der beste Ausdruck, dass die neuen Räume, vor allem der Kindergarten, in neuer Darstellung wirklich gelungen ist. Ich habe schon anfangs gesagt, zuerst auch, dass der Raum heute ein wesentlicher Faktor ist, gerade in der Kindererziehung, und dass die gestalteten Räume wirklich für die Kinder ein wesentlicher Lebensraum sind, wo sie einfach lernen zu spielen, wo sie aber auch lernen natürlich zu begreifen und selbstständig zu werden. All das, glaube ich, spürt man da, und der Kindergarten ist wirklich gelungen. Während der Tag schon aufregend genug war, bekommen die Kinder ihren ersten Traktor. Unbeschreiblich einfach, wenn die Kinder das erste Mal fahren und lachen, dann ist man eigentlich stolz. Man ist stolz auf einen Kindertraktor und man ist stolz auf unsere Produkte, auf unsere wirklich schönen, guten Geräte, die wir heute fertigen hier in St. Valentin. Was gefällt nun am neuen Kindergarten am besten? Wir gingen immer aus, wir gingen in den Turnsaal. Wir gingen in aufgebauten Turnsaal, da gefallen wir uns am besten an aufgebauten. Kurz gesagt, der neue Kindergarten ist... Ja, der ist super. Mit dem Luftballonstart blicken die Kinder symbolisch in ihre Zukunft und wünschen sich noch viele tolle, spannende und märchenhafte Kindergartenstunden. Gemütlichkeit ist unser Zauberwort. Ja,